Okay, dann könnt ihr nach einem weiteren halben Tag in der nächsten Ortschaft Vehares halten und dort unterziehen. Viele, ja, es ist halt nicht dieser Wüstenflair. Es gibt hier viele Arbeiter auf dem Feld, aber trotzdem gibt es halt eine Karawanserei. Weniger Kamele, mehr Pferde, würdet ihr fast sagen, die dann hier tatsächlich auch untergebracht sind. Und viele Händler, die dann auch hier kurzzeitig sind, natürlich auch noch mehr Bauern. Könnt dann unterziehen und einen weiteren Tag in Richtung Süden reisen, bis ihr dann an einem großen See haltet. Denn Ende des Tages, ein weiteres Mal, nochmal bitte 2W20. Wer hat noch nicht? Wer will noch? Ich hab noch eine. Die 11. Ja, wie gesagt, Ende des Tages, ihr seid jetzt 2 Tage auf der Reise und neben euch taucht ein See auf. Leider habt ihr während des ganzen Tages keine weitere Ortschaft, keine Siedlung weiter getroffen. Die waren wohl ruinenhaft. Ihr wisst nicht genau, wann die niedergebrannt worden sind. Ob das jetzt zu Zeiten von Hafax war, zu dem 30-Tage-Krieg oder den... Oder vor längerer Zeit, aber es waren alles nur Ruinen, die verlassen waren. Und ja, wie gesagt, es wird dunkel. Der See neben euch lädt zum Verweilen ein. Das Wasser könntet ihr auch dann trinken. Habt ihr kurz probiert. Und ja, hier müsste man dann tatsächlich Rast machen. Richtige Zelte oder so etwas habt ihr nicht dabei. Nun, ich würde vorschlagen, wir suchen uns hier einen vernünftigen Rastplatz. Lass es einmal ausschauen. Ja, ich würde mich umschauen. Wildniskunde oder? Ja, Wildnisleben. Lumin tränkt die Pferde und hält Ausschau, ob irgendwelche Giftpflanzen oder sowas in der Nähe sind, worauf man achten müsste. Wow, ich darf nicht ganz schippen. Du kannst mir mal ein W20 geben zu Lamin. Genau, beschissen. Auf der anderen Seite des Rees kannst du noch ein kleines Wäldchen entdecken, wo noch kurz vor der Dunkelheit zwei, drei Rehe stehen. Wer jetzt? Ich? Nee, Zulamin kann das entdecken, weil sie guckt nach Giftpflanzen. Giftpflanzen kann sie selbst keine entdecken. Giftige Tiere wohl auch nicht. Du weißt, dass es hier Mungos gibt oder Sandwölfe. Koramsbestien soll es hier auch geben. Aber ja, Rehwild ist erstmal gut. Wie sieht es um unsere Vorräte aus? Also wäre Jagd eine, naja, Notwendigkeit? Notwendigkeit nicht. Viele Vorräte habt ihr nicht. Ihr habt jetzt ein bisschen Hirse gekauft. Das müsste man auf einem Feuer warm machen. Zum Glück habt ihr hier auch ein bisschen Wasser. Das schmeckt dann zwar nicht so lecker wie mit. Ja, doch, Ziegenmilch habt ihr auch. Damit könnte man das auffüllen. Ja, Zulamin streichelt ihrem Pferd über den Rücken und dreht sich dann zu den anderen um. Da drüben sind Rehe. Hat jemand Lust zu jagen? Ansonsten koche ich die Hefe. Hirse. Abelmir hat gerade seinen Rucksack fallen gelassen auf ja, ein Stück neben dem Wegesrand, einfach da, wo es nicht matschig ist. Ob das jetzt gut ist, wisst ihr nicht. Es ist einfach nicht matschig. Ich könnte einen Talon darauf ansetzen, uns etwas zu essen zu beschaffen. Ich glaube nicht, dass es so notwendig ist. Ich auch nicht, nein. Ich dachte eher, wenn jemand Lust gehabt hätte, sich die Beine zu vertreten. Also, wenn wir Rationen haben, esse ich Rationen. Keinen Grund, noch mehr Hier ist Aufmerksamkeit gut. oder Risiko einzugehen. Habt ihr was Besseres gefunden? Bisher nicht, aber das Wasser ist in Ordnung. Hier dürften wir alle mal eine Probe auf Fährtenlesen geben. Puh. Da Kann schaue ich ich jetzt mich überhaupt lieber auf habe. wildes Leben würfeln? Ist Ja, das die was Wildnislebenprobe, ableiten? die also Ist das ein Naturtalent? Okay, ich das mach ist beides. Seefahrt ableiten. Du kannst es nicht auf Seefahrt ableiten, nein. Kann ich auf den Invocatio Major ableiten? Nein? Okay, versuch was wert. Kommt auf die Fährte an, würde ich Ich sagen. wollte gerade sagen, ich könnte einen Dämon rufen, der die Fährte für uns liest. Ja, dann mach das doch. Okay, Xamanot, was ist das für ein Tier? Alter, das ist ein Reh. Okay, danke, du kannst wieder gehen. Hier, nimm deine 80 ASP. Komm, nimm und geh. Also Würde Zulamin, dir du das bist der passen? Meinung, dass das Loch, was sich Abel mir ausgesucht hat, denkbar ungünstig ist? Weil?
Einfach weil da viele Krabbeltiere sind. Also nicht unbedingt Ameisen in dieser Region, aber Termiten. Mhm. Und du kannst auch schon die ersten Krabbeltiere an dem Rucksack von Abelmir sehen. Abelmir, vielleicht solltet ihr euch woanders hinsetzen. Das, seht doch, die kriechen schon in euren Rucksack. Was? Widerlich! Geh weg! Ich reiß mal den Rucksack hoch und ich streich mal diese Insekten ab. Vielleicht finden wir bei den Ruinen eine gute Stelle. Ja, ist halt auch viel besser als hier. Vielleicht noch ein Restdach oder so. Alles ist besser als diese Krabbelviecher. Kriegt man neues Tod. Was sehen? Lass mal an. Ich hab hier was. Ja, was hast du denn? Wir scheinen wohl innerhalb des letzten Tages, etwa einen Tag alt, für viele Reiter vorbeigekommen zu sein. Schätze so 10. Aber irgendwas stimmt mit diesen Hufen nicht. Es ist auf jeden Fall Kriegsreiterei, so tief wie die eingesunken sind, aber Hufe sehen verkrustet, fast schon verbrannt. Sag mal, sind sie beschlagen? Kann ich nicht sagen. Bei Messen nicht. Sind sie beschlagen? Ihr könnt jetzt auch, wenn Diamantis euch darauf aufmerksam macht, eine Magiekunde-Probe Dämonologie würfeln. Eine was? Genau. Ich habe 7 Punkte. Ich glaube, Seekrieg zählt nicht. Ich glaube, Seekrieg ist keine gültige Spezialisierung für Magiekunde, nein. Was euch auffällt und was ihr viel dramatischer findet als die 10 Spuren der 10 Pferde, dieser Abdruck muss von einem Zand stammen. Kurios. Abelmir, seht euch die Serie einmal an. Ich hab sowas schon mal gesehen, aber in Tobrien leider nur. Oder zum Glück nur. Ich bin mir nicht sicher, ob die Gegend geeignet ist, um hier zu übernachten. Scheint ein Zahn zu sein oder so etwas. Blutverkrustet und ein sehr schweres Exemplar. Und wenn es denn sonst nichts ist? Nun ja, ich würde ungern nachts von einem Zahn geweckt werden. Ja, Abelmir, man wird euch doch wohl an eurer Weißenschule einen Bandkreis beigebracht haben. Kann jemand feststellen, in welche Richtung sie geritten sind? Sind sie in dieselbe Richtung unterwegs wie wir? Und dort, diese Kralle zeigt in diese Richtung. Die Krallen sind vorne bei einem Zand. Krallen sind überall bei einem Zand. Ich dachte, das wäre eine Art Tiger. Ja, ist ein tigerartiger Dämon, richtig. Rein technisch gesehen hat er natürlich viele Gestalten, so wie alle Dämonen, aber die klassische Ausprägung ist Felinidia. Nun, ich denke, er wird wohl kaum hier Wasser geschlabbert haben. Nun ist die Frage, warum er hier lang geritten, gewandert ist, wie auch immer. Woher kam und wohin will? Irgendwas gesucht. Vielleicht genau das, was wir suchen. Und sie haben schon einen Tag Vorsprung. Kann ich bei den Hufabdrücken irgendwie noch mehr rausfinden? Mit Tierkunde oder so? Du als... Wie viel hast du Fernlesen gewürfelt? Ich habe nur 3 Punkte in Pferdenlesen, aber die habe ich behalten. Es sind Pferde, deswegen gestehe ich dir das zu. Das sind thulamidische Pferde. Ohne Beschlag. Okay, also nichts Ungewöhnliches. Kann man abschätzen, wie alt die Spuren sind? Ich habe auch 3 Punkte übrig. Mit 3 Punkten nicht, aber du kannst Diamantis fragen. Nun, Diamantis, was denkt ihr, wie alt sind diese Spuren? Wie ich schon sagte, einen Tag. Nicht länger. Nun, ein Zand, wenn ich mich recht erinnere, ist doch wesentlich schneller und ausdauernder als ein Pferd. Also wir werden sie eh nicht einholen. Ja, vor allen Dingen nicht auf der kurzen Strecke, da holt man ja keinen Dach auf. Nun, Herr Kapitän, ja, wenn ihr wollt, werde ich einen Schutzkreis anlegen und dann sollten wir gegen solcherlei Unwirklichkeiten gefeit sein. Ja, vielleicht sollten wir diesen Schutzkreis dort drüben bei der Ruine anlegen, dort kann man vielleicht unterkommen.
Ja, lasst uns erst einmal einen guten Rastplatz suchen und dann wäre ich für einen Schutzkreis sehr dankbar. Und was die Befürchtung angeht, dass sie dasselbe Ziel haben könnten wie wir. Ja, aber unsere Pferde brauchen Pause. Vielleicht nicht die ganze Nacht, also sollten wir es drauf anlegen, aber eine Weile. Und wenn ich es richtig verstanden habe, können sie das Geheimnis um Jakash ohne diesen Tetraide eh nicht lösen. Gut, dann verlassen wir uns drauf und halten hier Lager. Wir halten aber Wache. Auf jeden Fall. Gut, dann untersuchen wir die Ruinen in der Hoffnung, dass wir dort einen besseren Schlafplatz finden als den mit den Termiten. Okay. Kann ja so schwierig nicht sein. Ja, also ja, wie gesagt, die Ruinen könntet ihr dann beziehen. Da nochmal nach einem Ort suchen, der nicht wirklich von Termiten verseucht ist. Eure weiteren Gegenstände anknabbert. Ich würde auch gerne untersuchen mal, ob die Ruine nicht zusammenstürzt über unseren Köpfen. Also Baukunst, Werk, ja, doch, ne, Baukunst, wenn du mir das schon anbietest. Es wundert mich, dass du nicht versuchst, Gassenwissen Ortseinschätzung durchzubringen. Nein, das ist klassisch. Oder Kontakte. Ich kenne den Typen, der die Ruine gebaut hat. Also du kannst darauf keine neuen Gebäude errichten. Das ist wenig Stein unten als Fundament und dann eine ganze Menge Holz. Das ist aber verbrannt, das wurde so angezündet. Wenn du hier was Neues aufbauen möchtest, dann müsstest du das komplett niederreißen. Aber jetzt für die Nacht sollte das reichen. Das stürzt dann nicht über dir ein. Gut, das ist die Hauptsache. Hier scheint mir ein guter Platz zu sein. Ja, Zulamin hat auf Pflanzen geprüft, keine Giftpflanzen in der Nähe, auch keine Gifttiere in der Nähe. Die Rehe am Waldrand lassen euch in Ruhe. Das Einzige, was euch Sorgen machen müssten, wäre dann ja, eventuell Ferkinas auf Pferden oder aber ein Zand. Kleinigkeiten also. Kleinigkeiten. Dann, ich mache mich dran, das dauert 8x5. 40. Etwas weniger als eine Stunde, eine Dreiviertelstunde, etwas weniger. Einen Schutzkreis, um unsere Lagerstätte zu ziehen. Dann allen nochmal genauso lange sehr eindeutig einzuschärfen, dass sie diesen Kreis nicht übertreten dürfen, weil sie so ungeschickt sind, dass sie ihn vermutlich dann kaputt machen. Wie groß kannst du denn machen? Wie groß hättest du ihn gerne? Für mit Pferde drin. Oh, ja, das geht. Das dauert dann 10 Minuten länger. Okay, solange es dich nicht mehr Kraft kostet, würde Zulamin das... Auch aber nicht viel. Also wir sind dann bei... sorry. Die Grundkomplexität eines Schutzkreises gegen niedere Dämonen ist 6. Wir möchten ihn zweimal potenzieren, um auf einen vierfachen Radius zu kommen. Das sind also die 10. Der Radius ist die Hälfte meiner RKP, also meines RKW, des Fixen. Mein RKW ist, muss ich tatsächlich nachsehen, Asche auf meinen Haupt, wo ist mein Charakterbogen? Entspricht meiner Ritualkenntnis Gildenmagie und das sind 15. Wir haben also 7, halbe sind 8. Und das vervierfachen wir, also 8x4. 32. 32 Meter Durchmesser, ich denke, das sollte reichen. Ja. Ich würfel das erst aus, wenn uns wirklich ein Zand angreift. Ja, denn ich müsste jetzt sonst ein paar Dinge nachjagen. Ja, nee, das ist völlig okay. Kannst du dann. Ich betone nochmal, es ist ein Schutzkreis gegen niedere Dämonen. Ich verfüge über den wahren Namen und ich spezialisiere ihn speziell auf Zanddämonen. Ja, das ist gut, das ist weil, Weil du ja schon weißt, dass es ein Zand wäre, der dann angreift. Das ist natürlich gut. Okay, dann könnt ihr eure Feuerwachen einteilen. Möchtet ihr Feuer machen? Wolltet ihr Streifen aufbauen? Möchtet ihr einen Alarmposten aufstellen? Ja, all dies und noch mehr. Eigentlich nicht noch mehr, nur all dies. Hassan wird auf alle Fälle wieder in einen Drogenrausch fallen. Das heißt, vor euren Augen holt er jetzt eine kleine Pfeife heraus, steckt sich ein bisschen Chiriacha rein und raucht dann genüsslich erst einmal seine Pfeife, bevor er dann sich diese ganzen Ruinen besieht und dann entscheidet, dass er die Nacht über wach bleibt und entweder die Feuerwache spielt oder den Alarmposten oder eine Streife. Aber er bleibt, nachdem er die Drogen geraucht hat, auch die ganze Nacht wach. Wenn Hassan sowieso ausgebraust ist, würde ich dir empfehlen, den als Streife rumzuschicken. So dass er sich das Ganze besieht und wir den Alarmposten unter uns verteilen. 2-2. Ja. Ich fange gerne an. Wer
Diamantas würde sich mit seiner Büchse irgendwo hinsetzen. Irgendwo, wo er sich alles gut besehen kann. Ich bin kein Magier, ich würde eine von den unangenehmen mittleren Wachen nehmen. Da ich derjenige bin, der den Schutzkreis gezeichnet hat, werde ich es vor euch in Anspruch nehmen, keine Wache zu halten. Ja, ihr seid wieder eine Wache. Ihr seid wie immer ein alter Mann. Nun, dann lasst mir doch meinen dem Alter angemessenen Schlaf, Ippolita, und haltet ihr doch die Wache. Ich bin sicherlich gut. Ich nehme die von 2 bis 4, die Hohnswache. Da könnt ihr euch ausruhen. Zulamin, wenn du möchtest, kannst du natürlich auch bei mir mitmachen. Oder du wächst mich. Wir sollten die Wachen doppelt besetzen. Ja, sind wir genug sowieso dafür? Gut, dann leiste ich euch gerne Gesellschaft, Ippolita. Ich weiß nicht, ob sie wirklich denkt, sie würde Serpentilio einen einschenken, indem sie jetzt halt die Wache macht und er pennen kann. So. I don't know. Du machst dich nur gerade unbeliebt, weil alle machen mit, nur du nicht. Er ist ein Kreis gezeichnet. Ich bin im Grunde die ganze Nacht im Einsatz. Rafim, wo willst du mitmachen? Auch Hundswache 0 bis 2, oder? Ja, also Rafim macht irgendeine Wache, das ist ihm wurscht. Gut, dann machst du die mit Boltax. Und Abelmir nimmt natürlich bequemlich, wie er ist, die erste. Ja, natürlich. Diamantas, machst du eine doppelte Wache? Ich mache auch gerne eine doppelte Wache. Mit Kelbara zusammen um 4. Oh. Also ich werde nicht viel mit der Klo erwatschen. Ich bleib wach mit der Büchse. Gut, dann beginnen wir mit Abelmir und Diamantis. Eine Sendeschärfeprobe bitte. Wollt ihr euch nebenbei unterhalten? Wollt ihr aufpassen? Ich denke, quatschen müssen wir nicht unbedingt. Ja, ich glaube, es Dämon ist in der Nähe, da ist höchste Alarmbereitschaft. Johnny würde jetzt natürlich sagen, natürlich unterhalten wir uns und natürlich gehen wir etwas umher. Ihr habt hier ein Feuer oder macht ihr das aus? Wir haben Sinne, ne? Das wird dementsprechend knackig kalt. Ich glaube, kleines Feuer für einen Tee vielleicht oder so wahrscheinlich. Ja, also ich ja wohl hütet, das Feuer auszumachen. Ich denke, wir können ein kleines Feuer einbuddeln. Wir haben ja sowieso kein Problem damit, wenn uns die Verkiner oder Fußtruppen angreifen. Gegen den Dämon sind wir gefeilt. Ja, Fußtruppen kein Problem, aber wenn 10 Pferde ranpreschen, habt ihr trotzdem ein Problem. Wir sind aber zwischen den Ruinen. Wir sind schlecht anzugreifen zu Pferd. Ah, natürlich. Extrem schlecht sogar. Gut, ja, ihr könnt euch dann so ein bisschen mit einem Tee wärmen. Ist natürlich kalt, wie gesagt, wir haben hier Sinde. Auch wenn wir nicht im Mittelreich sind, auch wenn es hier nicht schneit, aber es ist trotzdem kalt. Ihr verbringt die Nacht, hört und lauscht dem See, wie er da wohl vor sich hin plätschert, so die ein oder anderen Wellen schlägt. Abelmir, du bist der Meinung, da könnte was drin sein in diesem See. Und auch Diamantis, du hast auch das Gefühl, als es ist wenig Wind gerade, als würde irgendetwas in diesem großen See sitzen und lauern. Wie weit ist der See von unserer Ruine entfernt? Ihr seid direkt dran. Also der See ist ein bisschen größer. Ich würde meine Aussage halb dem See und halb dem Weg zuwenden. Es sind drei Wege, die sich einmal nach Norden, nach Veharis, einmal nach Nordosten, nach Alhidor und nach Süden in Richtung Jerkesh und Varakis. Ich würde wahrscheinlich auch mehr auf den Weg achten von Zorgan nach Jerkesh als von Veharis nach Jerkesh. Ja, okay. Könnte abwechseln, irgendwie, dass Diamantis in den Norden den Weg betrachtet und ich sozusagen mein Augenmerk nach Osten richte. Hey, aber mir. Ja? Hast du da gerade ein Auge drauf? Ja, irgendwas ist dort. Diamantis, du kannst wohl erkennen, dass sie wohl zwei Augenpaare aus dem See zu dir herabstarren. Da drin ist auf jeden Fall irgendwas. Nun, ja, wir sollten vielleicht nicht jetzt nachts nachschauen. Es starrt mich direkt an. Ja, ignoriert es. Solange es nicht angreift, ist alles gut. Wir sollten vorbereitet sein. Meinst du nicht, dass es den Punkt Rafim zu wecken? Bleib ruhig, wir müssen sie ja nicht wecken. Sie brauchen auch ihren Schlaf. Also meine Bolzen sind nicht segnet oder so. Wisst ihr, wenn das ein Dämon ist?
Ja, dann haben wir ein Problem. Dann bin ich ja bei euch, keine Angst. Titsch du mal deinen Arm. Diamantis? Du hast, als hast du gedacht, das wäre so ein Stock, ein langer Stock, der da am Seerand lag, aber er bewegt sich und schlängelt sich zurück. Gibt so ein gluckelndes Geräusch. Was hast du schon mal gehört? Das ist lange her. Wie Saugnapfen. Aber in Brabak? Ja, auch auf See hast du auch schon mal diese Geräusche gehört. Scheiße. Ja, Diamantis richtet seine Abalone auf das Wasser. Was ist? Es. Ich bin mir jetzt nicht sicher, sind das Morphus? Nee, Morphus haben keine Saugnäpfe. Was habt ihr gesehen? Achso, was genau? Krakenmolche schon. Krakenmolche. Es ist ein verdammter Krakenmolch. Und ja, solange ihr im See bleibt. Die sind aggressiv. Ja, was habt ihr jetzt vor? Wollt ihr ihm nachschwimmen? Behalt ihm im Auge. Das habe ich gesagt, ja. Bleibt ganz ruhig. Entspannt euch hier wenig. Behaltet auch die Straße im Blick. Ungefähr 2 Stunden später. Nichts ist weiter passiert. Kurzzeitig ist mal Hassan aufgetaucht, hatte wohl auch keine weiteren Berichte. Hat sich dann einen frischen Tee genommen und ist dann wieder in der Dunkelheit verschwunden. Rafim, ich stupse ihn also mit dem Fuß. Mach auf! Oh, was wollt ihr? Deine Wache. Ja, leck mich. Das, oh, ja, nein, dann übernimm die Wache. Das Vergnügen kommt später. Da ist irgendwas im Wasser, aber das ist kein Problem. Wenn du es anstarrt, das starrt zurück, aber es tut nichts. Du musst es nur anstarren. Ja, ihr seid mir selten so unsympathisch, wie wenn ihr mich zur Wache weckt, wisst ihr das eigentlich? Ja, das tue ich doch gerne. Ja, das macht euch ja dabei so unangenehm. Ja, genau. Was macht ihr auch dieser dämliche mit der Mittlerwache? Ja, passt mal auf, dass ihr nicht unabsichtlich ins Wasser rollt. Bald den Krakenmulch im Auge. Lass ihn fressen. Ihr seid auch so ein Krakenmulch. Ach, hier liegt mir das Feuer. Gut, eine Sinnschärfeprobe bitte von Rafim. Voltaxe sind wahrscheinlich auch geweckt. Kann ich auch auf Wache halten würfeln? Du kannst auch auf Wache halten würfeln, wenn du das Metatalent hast. Natürlich. Gar nicht so gut. Hast keinen Schicksalspunkt mehr, ne? Nee, ich hab nix. Kein Glück. Okay,